Herzlich willkommen auf meinem Kanal Retro Vape Dream. Heute ein neues Video. Um was geht es heute? Heute geht es um einen Vlog oder wie man das auch immer nennt. Meine erste. Weil mir ist wichtig, dass ihr mal wisst, mit dem, was ihr es zu tun habt. Und ja, ich möchte mich ein bisschen vorstellen, meine Dampfgeschichte nur kurz schnell anschneiden. Und dann erkläre ich euch ein bisschen meinen Videomix, wie ich mir das vorstelle in Zukunft, wie ich meine Videos mache. Und was die alles beinhaltet, ob Anfänger oder nur Profi oder ich weiß auch nicht was. Und dann gibt es auch noch zwei, drei Gerätevorstellungen. Ich habe hier zwei, drei Geräte stehen. Die zeige ich aber nicht in der Detailansicht, weil da gibt es schon genügend Videos. Das sind jetzt nicht mehr top neue Geräte. Aber ich finde sie gut und aus diesem Grunde möchte ich euch das nicht vorenthalten. Hier auch meine Meinung, immer meine Meinung, nicht eure Meinung, meine Meinung zu diesen Geräten zu sagen. Dann gehe ich noch ein bisschen ein, wie es weitergeht, wie viele Videos hier noch folgen pro Woche, pro Monat, wie ich mir das ungefähr so vorstelle in Zukunft. Ein paar Schlussworte und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat am Schluss. Ja, ich möchte mich mal vorstellen. Mein Name ist Reto. Ich tauche hier überall ein bisschen auf unter dem Namen Reto Vape Dream. Da findet ihr mich auf Facebook, ihr findet mich auf YouTube, ihr findet mich auf Google Plus. Das ist alles hier unter diesem Pseudonym, solltet ihr mich irgendwo finden. Angefangen zu dampfen ist noch nicht so lange her. Ich bin ich bin fast noch Neudampfer. Ich dampfe erst seit etwa 10 Monaten. Angefangen mit so einem Scheißteil, das die ganze Zeit gekokelt hat und gesifft hat. Habe mich da noch ein bisschen schlau gemacht im Internet. Und bin dann irgendwie auf Philgoods Video gestoßen, wie glaube ich ganz viel von euch da draußen. Ist ja auch aus der Schweiz, also hier ein bisschen Solidarität unter den Schweizer zeigen, Flagge zeigen. Habe mir dann die ersten Kliros gekauft, dann ein Messer, einen Akkuträger gekauft, aber der erste Akkuträger, nicht wirklich, das war der Danny, aber noch die erste Version, dieser hier. Tolles Gerät. Die Version 2 ist ja noch viel geiler, aber die Version 1 war schon top. Dann habe ich mir mal die nächsten Clearus gekauft. Das war, glaube ich, der Nautilus. Ja, Nautilus Mini und der große Nautilus. Habe ich hier mal etwa einen Monat zugedampft. Dann ja, habe ich das Ganze so angefixt, weil ich wirklich so ein YouTube-Junkie jeden Tag Videos eingeballert bis zum Abwinken, bis zum geht nicht mehr. Und habe dann irgendwann angefangen, selbst zu wickeln. Und dann habe ich mir den Typhoon GT1 zugelegt. Damals gab es den 2 noch nicht. Bin fast verzweifelt meinen ersten Wicklungen. Das hat nicht funktioniert, das hat gekokelt. Der Nachfluss hat nicht gestimmt, das hat gesifft. Ich hätte diesen am liebsten an die Wand geworfen und also das war wirklich schon fast extrem. Aber gesagt, naja gut, dann lasse ich das Selbstwickeln sein und bleibe bei den Kliros, ist auch eine Variante. Dann habe ich mir noch diverse Wickelvideos angeschaut, so wie mache ich eine Microcoil dann mit Watte und auch das hat am Anfang nicht funktioniert. Bis ich irgendwie mal ein Paket Mucci-Watte bestellt habe und dann lief das Ding und ich hatte das war so geil, ich konnte wickeln, ich habe etwas selbst gewickelt. Also hier an alle Anfänger da draußen, haltet durch, es ging mir nicht anders. Das erste Mal wickeln, es ist eine, ja, das braucht ein bisschen Durchhaltewillen, aber wenn man es mal kann und drauf hat und Routine hat, dann ist das natürlich schon geil. Ja, dann folgten immer die besseren Geräte. Der HWV, der Haben-Wollen-Virus, hat natürlich voll zugeschlagen. Es folgten dann Geräte, Tröpfler, viele Tröpfler. Zum Beispiel einer der ersten Tröpfler, den ich mir mal gekauft habe, das war der, wie hieß der? Ja, der Zephyr mit dem Zenit V2 als Tröpfler. Dann, nein, stimmt nicht, der erste Tröpfler war jetzt völlig anders. Das war der Firma Steampipes, der Webgate. Und der gefällt mir immer noch sehr gut. So ein schönes Gerät. Hier passend dazu Enigma.
Tröpfler oben drauf. Das war ein Riesen, dann diese Zeffi war dann, also da kam wirklich viel, viel, viel. Da kamen die Siegelei 100 Watt und 150 Watt Boxen und, die habe ich inzwischen alle wieder verkauft. Weil mir persönlich Tubes, ich mag Tubes. Ich bin so ein bisschen ein, nicht ein YouTuber, sondern ein Tuber sozusagen. Also wirklich Tubes gefallen mir am besten. Ich habe ein paar Boxen da. Das sind aber so Mini-Boxen, zum Beispiel die SX Mini gefällt mir natürlich sehr gut. Der Vapor Shark gefällt mir auch ausgesprochen gut. Die einzig große Box, die ich habe, die ich eigentlich wirklich toll finde, wo ich auch finde, die liegt toll in der Hand, ist die IPv4. Von da habe ich schon ein Video gemacht, darum. Und die behalte ich auch. Die ist dann wirklich geil. Also die gefällt mir sehr gut. Aber ansonsten eigentlich ein Tube und meistens inzwischen dampfe ich ungeregelt. Ja, das kann man so sagen, wirklich eigentlich ungeregelt. Ich bin in der Schweizer Dampfer-Szene, ich weiß nicht, ob ich sehr aktiv bin, ich versuche es zumindest. Ich habe mir ein Herz gefasst und ich habe dann Anfang dieses Jahres den Schweizer Vapor-Stammtisch gegründet, ein Hangout-Format, wie es in Deutschland kennt, wie die zum Beispiel Steam Team, Vaping Bastards, dann oder zum Beispiel wie der österreichische Dampfer-Talk heißt der, glaube ich. Wir sind immer jede Woche Dienstag um 20.15 Uhr live auf Sendung und machen einen Hangout, einen offenen Hangout. Also das Format wird jetzt geändert. Die nächste Sendung ist am 11. August 2015, weil wir jetzt ein bisschen Sommerpause machen, wie alle auch. Die Leute sind in den Ferien, dann bringt das nichts. Und wir haben das Format ein bisschen geändert. Entschuldigung. Das heißt, ich bin auch dort dabei und kostet natürlich etwas Zeit. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Das kam irgendwie aus einer Schnapsidee. Ich wollte mein Wissen zuerst vor allem den Anfängen weitergeben. Und das ist mir wichtig, dass ich hier auch Videos mache für Anfänger. Egal, ob das Wickelvideos sind oder Begriffe erklären. Mein letztes Video, das ABC des Dampfens, war so eine spontane Idee. Ich bin mit am Morgen aufgewacht und dachte, das muss ich jetzt mal bringen, weil als ich angefangen habe zu dampfen, diese Wörter zwar gehört hatte oder hatte, aber ich konnte sie nicht zuweisen. Also ich wusste nicht, wieso 15er. Und da muss ich immer schauen, wieso 15er, was ist 15er, wieso geht das nicht mit deinem Ego-Gewinde und so weiter und so fort. Und darum habe ich dieses Video gemacht und das hat auch etwas Anklang gefunden, das läuft gut. Und ich hoffe, ich kann etwas von meinem Wissen an die Leute, die jetzt angefangen haben zu dampfen oder aber die schon länger dampfen, aber mal selbst wickeln wollen oder Clearomizer mal selbst wickeln wollen etc. 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 ein bisschen zu helfen, damit immer wieder neue Sachen kommen. Feelgood gibt es ja schon x Jahre, 4 Jahre macht er, glaube ich, Videos und er hat immer wieder Sachen gefunden für Anfänger, wie es jetzt neu gibt und das macht ja das Dampfen so interessant. Also, wie gesagt, ich mache einiges und mir macht Spaß, ist ein Hobby geworden und ja, ich liebe dieses Hobby und ich hoffe, dass ich den Spaß nie, nie, nie verlieren werde. Wie gesagt, ich dampfe meistens Tubes, mechanisch, zum Beispiel hier den MK1, einer meiner Lieblinggeräte auf dem Tugboat, dem Challenge von, was ist da, ich weiß auch nicht, wie der heißt, aber das ist der Tugboat, eine super schöne Kombi, wie ich finde. Wenn das Bild noch scharf wird, ich hasse automatisch, dann nehmen wir das raus. Zoom ein bisschen selbst dran. Genau, so sieht das aus. Schönes Gerät. So. Und dann tut es auch gut. Hier ein schönes frisches Liquid drin. Cheesy von Vape Lounge. Orangen, Zitrone, nicht künstlich, wirklich sehr, sehr gut. Eigentlich mein Lieblingsliquid. Ist von einem Schweizer Hersteller und muss ich schon sagen, das ist für den Sommer einfach etwas Perfektes. Das ist frisch und das passt und das dampfe ich ja, schon fast literweise. Also, ja, ich muss mir meine Pipeline setzen lassen von ihm zu Hause zu mir und dann passt das eigentlich. Dann hoffe ich, dass ich dann wirklich hier abpumpen kann.
Ja, wie gesagt, meine Videomix wird offen sein. Das heißt, ich werde immer etwas für Anfänger machen, werde aber immer etwas für alle machen. Also ob jetzt das eine geregelte Box ist oder ob das ein mechanischer Akkuträger ist, ob das ein Tankverdampfer ist oder ob das ein RDA ist. Ich werde hier alles ein bisschen durchschmeißen. Das, was mir gerade in die Finger kommt, dass ich sage, okay, das finde ich toll, das werde ich dann hier ein Review machen oder besser gesagt eine Geräte vorstellen. Bin ich ein Reviewer in diesem Sinne? Ja, ich stelle die Geräte vor, ich zeige es euch, aber es ist immer meine Meinung. Und ich sage auch etwas, wenn es schlecht ist, wenn ich das finde, das ist scheiße, dann sage ich das genauso, wenn ich etwas finde, was gut ist. Ich kaufe meine Geräte selbst, bekomme diese nicht gratis oder sonst irgendetwas. Also bin ich auch nicht gekauft für. Das ist mein YouTube-Kanal viel zu klein oder noch zu klein. Ich hoffe, der wächst noch ein bisschen. Und dann passt das. Also bei mir auf dem Kanal sollte man so etwa alles sehen, wie gesagt. Ich habe ein paar Einsteigevideos schon gemacht. Ich werde auch die ersten Videos, die ich gemacht habe, sind auf Schweizerdeutsch. Ich werde die dann irgendwann mal noch neu machen auf Hochdeutsch, damit ich dann hier durch das Band die richtige Sprache habe. Ich hoffe, ich kann den Rhythmus einhalten, so etwa ein Video in der Woche, das wäre so mein Ziel. Ich hoffe, das funktioniert und dann passt das. Also jetzt sind ein bisschen mehr, weil ich habe Ferien, aber danach geht es wieder zurück in den Rhythmus, ein Video pro Woche. Ich hoffe, ich kann das einhalten, weil ich habe zurzeit ziemlich Stress, mache noch Weiterbildung mit der Schule. Das heißt, ich arbeite 5 Tage und bin einen Tag dann noch in der Schule, das heißt, ich bin 6 Tage unterwegs. Dann habe ich einen Abend besetzt mit dem Schweizer Vapor-Stammtisch, dieses Hangout-Format, und dann noch ein Video machen am Abend, dann muss ich noch lernen. Ja, dann ist dann ziemlich ausgebucht einmal den Abend. Und eine Frau habe ich auch noch. Und man sollte sich auch mal um seine Frau kümmern. Also ich hoffe, ich kann das einbehalten. Ja, das wäre so etwa das zu mir. Ich möchte mich schon jetzt mal bedanken bei den Leuten, die mich erstens schon mal abonniert haben und wohl in diesem Falle zufrieden sind. Entschuldigung, da möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die mir schon schöne Kommentare geschrieben haben. Vor allem auch bei den Anfängervideos, die geschrieben haben, toll, schön, dass es das gibt, das hast du gut gemacht, es freut mich, einfache Beschreibung etc. drum und dran. Das freut mich natürlich, das bestätigt mich in der Arbeit und irgendwo muss ich dann sagen, okay, dann mache ich auch irgendetwas richtig. Ich habe natürlich auch schon Kritik bekommen, auch die nehme ich gerne ernst und versuche oder habe das auch schon teilweise verbessert und versuche das natürlich weiter zu verbessern. Das ist für mich kein Thema. Ja, ich denke, das war es einmal zu mir, zu meinen Videos. Wenn ihr irgendetwas noch vermisst in meinen Videos oder ein Gerät oder ich sagte, hey, zeig doch einfach mal ein paar RDAs oder ein paar Tubes oder etc. drum und dran. Ja, dann schreib es mir in die Kommentare, dann kann ich schauen, dass ich zu diesen Geräten komme und kann dann die Geräte dementsprechend vorstellen. Entschuldigung. Ah, viel sprechen, viel Durst. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Gerätevorstellungen. Wo fangen wir an? Fangen wir an bei der. Ich habe die. Muss hier schnell. Aber ich habe die EWIC VT zugelegt und über dieses Gerät wurde ja schon viele Videos gemacht. Ich denke, die ist inzwischen bekannt. Das ist eine Box mit. Kann man, muss man nicht. Es gibt die Box 1, es gibt sie aber auch hier so im Kit. Das ist diese. Ja, und mit dieser Box hat Vertikals für den Verdampferkopf. Und das heißt, man kann hier temperaturgeregelt dampfen. Es gibt Titanköpfe und es gibt Nickelköpfe. Kann aber auch den Verdampfer abschrauben. Und kann irgendein anderer drauf schrauben. Ich nehme jetzt hier mal einen meiner Lieblings-Tankverdampfer. Das ist der Futun.
oder besser gesagt der Acker von Futun, so muss ich sagen. Der ist einfach nur sensationell. Wenn er nicht verklebt ist. So, dann nehme ich immer den Aqua SE von Futun, einer meiner Lieblingstankverdampfer. So, auch diese kann man locker leger hier hinausschrauben. 1, 2, 3, muss ich umstellen auf Watt Power. Nehmen wir den mal durch, stelle ich so auf. Watt. Ja, funktioniert ausgezeichnet. Also ihr seht, ihr könnt hier sehr variantenreich arbeiten mit diesem Akkuträger. Und das finde ich eigentlich schon sehr schön. Ich mache jetzt hier wieder den Kopf. Oder den Tankverdampfer, das ist eigentlich ein Ego One Tankverdampfer. Ein bisschen scharf stellen, sieht man das auch, was sich hier verzapft. Das ist ein Ego One Tankverdampfer. Oder ein Tank. Ein bisschen größer, fast, glaube ich, 4 ml roundabout. So in etwas in diese Richtung. Und abschrauben, unten aufschrauben, reinfüllen, wieder zuschrauben. Hat Fertigverköpfe drin. Ich habe jetzt hier einen, den Nickel drin. Genau. Fahre den auf 260 Grad. Ja, und da geht was. Geschmacklich, wirklich, wirklich positiv überrascht. Ja, also der funktioniert wirklich sehr gut. Den Titan habe ich auch schon versucht, auch das funktioniert einwandfrei, das geht. Die Menübedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich hier dieses diesen Noppel hier habe und mit dem verstelle ich eigentlich alles, wenn ich noch links und rechts drehe und anhand der Knopf. Aber dieses Display ist doch mal der Hammer. Groß, übersichtlich und ich kann noch teilweise Sachen einstellen, wie ich es geordnet haben will. Und es funktioniert einfach. Hier der Feuerknopf, auch der groß, findet man sofort. Und hier oben zum links und rechts drehen, damit den kann ich dann verstellen. Also, diese Box hat mich überzeugt, muss ich wirklich sagen, für mich persönlich ein Top-Gerät. Hat 4500 mA, ist ein fix verbauter Akku mit den Entgasungslöchern unten. Mit diesem Akku komme ich über etwa 1,5-2 Tage hin, plus minus. Das einzige Negative hier an dieser Box, oder besser gesagt, es ist nicht die Box, sondern es ist für mich mehr der Verdampfer, der ist extremst laut, hört man das? Er hat ein richtig, richtig lautes Zuggeräusch, auch wenn ich ihn nur Hälfte öffne oder noch kleiner. Dann fängt er sogar ein bisschen an zu pfeifen und das ist für mich ein No-Go. Also das geht gar nicht, auch hier, wenn ich den ganz offen habe, also den Durchzug. Ist mir ein bisschen zu laut. Aber alles in allem, durch das, dass ich hier auch einen anderen Verdampfer aufschrauben kann und das funktioniert mit Nickel und Titan, ist das für mich, für diese Laufzeit und vom Design, es gibt ihn hier in Blau-Weiß und da gibt es ihn noch in Orange-Schwarz, also Orange außen und Schwarz die Streifen. Und dann noch schwarz mit roten Streifen und der Verdampfer ist dann immer angepasst.
Es gibt aber auch nur den Akku selbst, die Box. Und ich muss schon sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis hier mit temperaturkontrollierten Dampfen ist schon nicht so schlecht. Und ich werde diese Box in Ehren halten und die bekommt einen Platz bei mir. Obwohl ich nicht so ein Boxen-Fan bin. Das heißt dann etwas. He? Dann gehen wir weiter zur Inokin, und zwar die Coolfire 4. Diese hier. So. Schön gebürstet, man sieht das hier, also das ist optisch, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Hier hat es so kann man ihn etwas dazwischen zum Umhängen wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier den, wie heißt dieser Verdampfer, den Arctic drauf, das ist eine Clearomizer, Subum Clearomizer, einer der besten für mich. Ich packe den ab und zu immer wieder mal raus und der passt hier auch gut oben drauf. Die Menüführung ist relativ einfach. Auch hier hat man das Wichtigste drauf. Der Taster leuchtet grün und wenn er nicht mehr so viele Batterien hat, leuchtet der zuerst orange und dann hier unten rot. Aufladen, auch fix verbaut, hier unten via Mini-USB. Man kann hier einstellen Watt- und Volt-Modus. Das heißt, das ist eigentlich alles. Das heißt, ich kann in den Volt-Modus wechseln und ich kann in den Watt-Modus wechseln. Wenn ich die Feuertaste und das Plus lange gedrückt halte, dann wechselt er mir in den Watt-Modus. Wenn ich hier die Feuertaste und Minustaste halte, dann in den Volt-Modus. Der geht, glaube ich, bis 40 Watt und der tut, was er soll. Habe ich jetzt hier 35 Watt. Also um die Watt oder Volt verstellen, müssen Sie zuerst ein bisschen etwa 2 Sekunden auf die Plus oder aufs Minus drücken, bis es leuchtet. Es fängt dann an zu blinken. Sieht man das oben? Also jetzt. So, und jetzt drücke ich die Plus. Und jetzt fängt es an zu leuchten und jetzt kann ich hier hochschalten. Dasselbe natürlich wieder umgekehrt. Dann, das waren jetzt 35 Watt, ich gehe jetzt hier mal rauf auf 40, das Max. Ah, der fährt nicht an, der geht drüber, okay. So, 40 Watt, schauen wir mal. Ja, und da geht was. Arctic Tank natürlich für mich super Clearomizer, super Unclearomizer, passt hier auf, der ist schon relativ tief, der hat glaube ich 0,2 oder 0,3 Jungköpfe, also passt hier auf. Hier mit meinem schönen Drip-Tip, ich finde dieses Drip-Tip genial. Passt super in den Mund und hat auch eine schöne Öffnung. Ich tue das fast auf alles rauf, was ich habe. Ich habe etwa 3-4 von diesen Drip-Tips. Die Original-Drips nehme ich meistens weg und auch hier auf dem Tugboot-Tröpfler habe ich das drauf und finde das schon gut. Ja, dieser Akkuträger hat auch eine fest verbaute Batterie, hat hier einen unten noch einen Aus-Einschalt-Knopf. Das Gerät ist leicht. Ich finde es optisch schön, liegt gut in der Hand, das passt soweit. Und ja, ich werde dieses Gerät nicht behalten. Was ich mit diesen Geräten dann mache, die ich nicht behalten werde, das sage ich dann hier noch am Schluss. Oder ich versuche daran zu denken, das mache ich hier noch am Schluss. Dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Gerät. Das ist der Zephyrus, also das ist ein Tankverdampfer, also ein Clearomizer, so muss ich sagen. Der hat Fertigköpfe, hat aber auch eine RBA-Einheit, also eine Selbstwickeleinheit.
Ich habe jetzt beides versucht und ich muss sagen, diese Fettiköpfe, die sind gar nicht mal so schlecht. Die schmecken mir persönlich. Das ist das Gerät. Der Zephyrus. Hat hier eine große Airflow-Control, oben ein Trip-Tip, das auch okay ist, da hat er einen guten Luftzug durch. Ja, das Gerät hat, diese Fettiköpfe hier drin hat 0,3 Ohm, das steht glaube ich, genau 0,3 Ohm. Und das funktioniert sehr gut dank der großen Airflow-Control. Also, geschmacklich kommt hier richtig etwas Gutes raus. Das ist jetzt ein Tankverdampfer, mit dem ich gerne unterwegs bin. Gerade so mit einer IPv4 mit zwei Akkus drin. Die hält dann schon mal gut über 1,5 Tage und dann das passt dann eigentlich schon. Befühlsystem, ich habe hier das Trip-Tip, also ich habe hier, muss ich so zeigen, das Trip-Tip. Ich habe hier so Kühlrippen. Kann ich wegnehmen, ich kann das Trip-Tip direkt hier oben rausstecken. Ich habe es gerne und ich finde es schöner mit den Kühlrippen. Ich kann hier oben abschrauben. Habe hier so eine Dichtung, die kann ich wegnehmen, dann kann ich von oben befüllen, Dichtung wieder drauf. Aber zuschrauben. Und dann ist er befüllt und kann wieder weiter dampfen. Ja, der dampft recht gut. Ja, der Geschmack ist recht gut. Ja, der hat relativ oder der hat eine große Airflow-Control. Ja, dementsprechend säuft er halt einfach wie Sau. Also, da schüttest du das Liquid oben rein, da ziehst du ein paar Mal und dann ist er schon fast wieder leer. Also, das ist wirklich so, der säuft schon wie Sau. Aber geschmacklich gut. Preislich ist er auch in Ordnung. Da liegt preislich in einem Segment, wo man sagen kann, das passt. Ich bekomme alles. Eigentlich bekomme eine Selbstwickeleinheit und ich bekomme Fettiköpfe. Fettiköpfe kann ich glaube ich 0,3, 0,4, 0,5 Ohm und dann glaube ich sogar noch 1 Ohm. Die RBA, die ist relativ klein gehalten, also das ist, das sieht man hier, hat man nicht so viel Spielraum. Also die ist wirklich klein. Aber die funktioniert, die schmeckt auch sehr gut, wobei das immer an der Wicklung liegt. Und ich kann hier Dual Coil machen. Ich empfehle hier auch Dual Coil zu machen, nicht Single Coil zu machen. Die Löcher sind groß, da kann man schon etwas Draht durchstecken, das funktioniert. Aber es ist für mich ein bisschen klein. Also da, mit meinem großen Patschefinger ist das, war das relativ schwierig. Aber es geht, es geht. Ja. So, und die Köpfe, die sind glaube ich nicht mehr so teuer, diese Fettiköpfe, das passt. Ja, das war es von meiner Seite aus mal von den Geräteeindrücken. Wie ihr seht, ich stelle die nicht mehr so groß im Detail vor, weil von diesen gibt es schon genügend Videos. Das wäre mal die EWIG VT, kann ich empfehlen. Die Coolfire 4 kann ich empfehlen für Neueinsteiger. Ist ein gutes Gerät handlich, das passt. Ich kann hier Klimameiser oben rein, ich kann es direkt anstecken und Volt, Watt, wobei die 99% glaube ich nur noch im Watt-Modus dampft. Ich kenne niemanden, der noch im Volt-Modus dampft. Und der Zephyrus, auch der für mich, für unterwegs, im Moment eigentlich der Lieblingsverdampfer. Ja, mit den Fertigköpfen, das passt für mich eigentlich vollkommen. Ja, ich werde die Inokin Coolfire V4, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ich habe ein Video gemacht über die Subbox Mini. Genau. Werde ich irgendwie nochmal so in einen Topf werfen und dann werde ich hier die verlosen. Ich denke, ich mache ein Paket mit diesen zwei Geräten. Dann könnt ihr euch melden. Ich möchte gerne die belohnen, die mich jetzt am Anfang unterstützt haben und abonniert haben. Das heißt, ich werde nur die belohnen, die mich abonniert haben. Ja, ich werde hier ein Gewinnspiel machen. Spontan ein Gewinnspiel machen. Ich werde
das fair machen, und zwar, wie werde ich das machen? Gute Frage. Ja, das ist jetzt wirklich spontan, das kam jetzt gerade in den Sinn, dass ich mal etwas zurückgeben kann. Natürlich wird alles vorher noch gereinigt. Oder ist schon gereinigt, so muss ich sagen. Wie werde ich das Gewinnspiel machen? Was halt die? Also, wir machen hier eine kleine Schätzfrage. Und ihr könnt mir das auf Facebook könnt ihr euch melden. Und dann schauen wir mal, wer das da am nächsten kommt. Und zwar geht die Verlosung bis am Samstag, diesen Samstag, 18:00 Uhr, also 18:00 Uhr. Und ich werde dann die Leute via Facebook kontaktieren, die das gewonnen haben. Und zwar geht es um eine Schätzfrage. Wir haben jetzt 11 Uhr morgens. Und wie viele Minuten ist die Wiedergabezeit von all meinen Videos total? In Minuten. Also, jeder schaut meine Videos an. Und jeder schaut sie mal 2 Minuten an. Der eine schaut sie 8 Minuten an. Der andere schaut sie 30 Minuten an. Und ich weiß auch nicht was. Das kumuliert sich immer auf. Und wie viel Zeit ist das in diesen Videos? Beginn jetzt, 11:00 Uhr, Stand, oder besser gesagt, Stand jetzt 11:00 Uhr, so muss ich sagen, wie viele Minuten. Ich habe das gerade ausgesucht, habe mir das hier notiert. Und der am nächsten dran ist, gewinnt eine Inokin Coolfire 4, eine neue und ein Kangertech Subbox in Schwarz. Ja, und das dürfen nur die machen, die mich abonniert haben. Das ist mir wichtig, nicht, dass ich hier Abonnenten gewinnen will, aber aus Fairness von den Leuten, die mich von Anfang an unterstützt haben. So, soweit mal zum Gewinnspiel. Dann, wir hatten die Geräte, wir hatten Dampfen mal noch ein bisschen. Ja, ich denke, das war's. Ich mische, vielleicht auch ein bisschen zu mischen. Ich mische meine Liquid sehr selten. Ich kaufe mir diese. Ich bin ein bisschen mischfaul. Ich kann es auch nicht so gut. Ich bin nicht der Typ, der hier 20, 30 Aromen hineinmischt und dann kommt etwas Gutes raus. Meistens muss ich es wegwerfen, weil es einfach so scheiße schmeckt. Entschuldigung. Ja. Also wer hier gute Liquids hat, ich liebe so frische Liquids, wie gesagt, hier so Orange mit Zitrone. Hier ein Orangen, das ist zwar eine limitierte, auch gibt es nur in der Schweiz. Leider, hier einen schönen Gruß an Silu. Nee, mach das bitte weiter, weil die sind so gut. Also da kannst du die Finger nicht mehr. Das ist Orange mit irgendwelchen Zitrone. Das ist wie wenn du in eine frische Orange beißt. Das ist einfach, boah, das ist einfach der Burner. Das ist wirklich toll. Ich habe hier von King's Crown Fight Your Fate so ein Erdbeer-Zitrone. Für mich sensationell. Das sind so die frischen Liquids, die ich sehr gerne habe. Wenn ihr irgendwas wisst, die gut sind, dann schreibt es mir doch bitte noch. Dann kann ich mich da mal drüber checken und diese mal probieren. Das wäre noch toll, wenn ihr mir hier mal ein bisschen helfen könntet. Ja, in diesem Sinne, das war mein erster Vlog. Ich denke, der sollte von der Länge her etwa passen. Es wird sicher immer wieder einen Vlog geben. Ich werde dann noch etwa ein, zwei Sachen mehr einbauen, aber das fehlt mir im Moment noch. Bin ja noch am Anfang. Und da passt. Also wir hatten die Geräte, ich habe sie euch gezeigt, meine Meinung. Ich habe mich ein bisschen vorgestellt, ich habe gesagt, was in meinem Kanal so abgeht. Ich habe euch gesagt, welche Liquids ich sehr gerne habe, was ich gerne dampfe. Und darum dampfe ich jetzt nochmal. Ja. Wie immer, meine Schlussworte sind bei jedem Video in etwa gleich. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich und macht Daumen nach oben, damit ihr immer mit den aktuellsten Videos informiert werdet. Oder besser gesagt, immer informiert werdet, wenn ich wieder ein Video mache. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann Daumen nach unten. Und nach unten, das ist wieder mein Hochdeutsch, Daumen nach unten. Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich mich verbessern kann. In diesem Sinne wünsche ich euch gut Dampf. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah!
Goff. Irgendwann schaffe ich es. Ich weiß auch nicht wann, aber irgendwann schaffe ich es. Ich bleibe dran. See you.